Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit dem Reaper. Uhu, und das Nabu. Hallo. Aka Chris. Ja, ich bin Chris und du bist Piers. Ja. Ja, und Und wir jetzt sind gehen wir im durch die Tür. Kino und gehen durch die Tür. Genau. Mit hässlichen Javos. Ja, Ganz unter hässlich. akutem Munitionsmangel. Minimal. Wo lang? Da Bevor lang. wir da runterhüpfen, HQ gucken wir uns an hier um. Alpha Team. Ah, hier Wir ist nämlich haben noch die eine Leiter. Cars fast erreicht. Sind wir hier noch heute? Hier müssen wir weiter, ja. Okay. Sollen wir spielen wir hier Resident Evil oder Jump'n'Run? Ah! Was? Eine Panzerfaust? Wo ist eine Panzerfaust? Bravo an HQ! Wir haben hier ernste Probleme! Ich glaube, wir schaffen es nicht rechtzeitig zu Alpha! Was ist der Raketenwerfer? HQ, verstanden. Ich glaube, das war nicht auf uns bezogen, sondern auf das andere Team. Bleib wohl nur noch wir beide über. Oh, mein Gott. Wo? Bei mir. Zehn Schuss. Den wollte ich knifen. Ich habe akute Munitionsmangel. Ja, okay. Entschuldigung. Doch nicht töten, indem du sie runterschmeißt! Wo konnte ich denn ahnen, dass er runterfällt? Ja, wenn du ihn gegen eine Berüstung prügelst, also. Das war ein Unfall. ja. Dieses rote Fass behalten wir mal im Auge. Ja. Mit dem können wir nämlich bestimmt Spiele betreiben. Ich denke auch, das wird lustig. Oder auch nicht. Captain! Na, Captain! Captain! Ich nenne dich wenigstens beim Namen. Ja, der hier hat. Oh, das ist noch ein Fass. Der hier hat Respekt vor deinem Rang, also. Okay, das erkenne ich. Chris an HQ, wir haben Peak Ash erreicht. Verstanden. Bravo-Team wurde ausgesandt, um bei der Rettung zu helfen. Warten Sie auf weitere Befehle. Ich muss sorgen. Ich brauche eine Pause. Überall die Fässer und so viel Munition gerade bekommen, das ist irgendwie komisch. Ich lade mal meinen Sniper nach. Ja, ich lade meine Pistole nach. So. Einzelschuss. Geht's hier jetzt weiter? Ne. Aber wir haben auch kein Ziel gerade. Da kommt's. Kontrollpunkt. Wir wurden entdeckt. Sie sind genau über uns. Hä? Genau fällt er vor mir hin und ballert los. Ist schon recht. Hier an Bravo Team. Oh, ganz viel Munition. Alpha Team ist von Feinden umringt. Machen Sie, dass Sie zum Peak Ass kommen. Du hast recht, wir sind Alpha. Sorry, komm. Sagt er so leicht. Wir tun, was wir können, bis sie kommen. Die Fässer nur im äußersten Notfall benutzen, ne? Ja, mache ich. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Fass in die Luft gejagt. Durch zwei Stück schon. Um uns Zeit zu verschaffen. Nerv da hinten nicht rum, um nicht zu schlafen. Ich werde beschossen. Von links. Verstärkung!
Hier liegt eine lustige Granate, glaube ich. Eine lustige? Ja, Blendgranaten, cool. Hey Leute, alles klar? Bravo Team, Waffen in sichern. Lass keinen Jabu entkommen. Endlich. Wählen Sie Ihr Ziel aus, dann beenden wir das. Habe ich den Vogel erwischt? Ich hab keine Ahnung. Oh, glaube ich, hab da gerade drauf geschossen. Alpha Team, helft Bravo Team, die Zivilisten da wegzuschaffen. Das war nicht gewollt. Hast du die Blendgranaten auf der einen Kiste hier eingesammelt? Wo? Hier, bei mir. Ach da. Nee, die hab ich noch nicht. YouTube. So, dann können wir jetzt mal da rein. Hey. Captain. Captain. El Capitan. Er sagt das so schön. Befehle. Los. Halten Sie V und drücken Sie dann W, um Ihrem Partner zu befehlen, den Gegner vor Ihnen anzugreifen. Einen, den Sie mit Ihrem Laservisier anzeigen. Gut, HQ an Alpha, Ihre Mission liegt vor. Retten Sie die Geiseln auf der ersten und der siebten Etage und verlassen Sie das Gebäude. Sobald alle Teams raus sind, wird die Bombardierung gestartet. Okay. Erste und siebte Etage. Welche Etage sind wir gerade? Vermutlich in der obersten. Also ich versuche gerade noch ein bisschen Munitionsschaden zu kämpfen. Tu das. Au. Oh. Granate! Sah cool aus. Einfach nur in die Fresse, aber mit voller Möhre. Huch, ich dachte, das wäre ein Kumpel. Also ich glaube, die Kumpel schießen nicht auf dich. Nee, der hat auch nicht auf mich geschossen. Der stand da einfach nur so rum plötzlich vor mir. Bei mir sind Kisten. Sammel gerade deine Überreste ein. Okay. Wo sind Kisten? Da, wo es weitergeht. Guck grad mal, was du hier so fabriziert hast. Na, nicht viel. Ich habe nur eine Granate geworfen. Kann man da und da durch? Nee, wäre zu schön gewesen. 4 Meter, wo müssen wir denn hin? Da ist die Tür. Treppenhaus? Das sah gerade sehr skurril aus, ey. Der Typ, der Kollege hier, wollte die ganze Zeit durch die Tür durch und der konnte nicht an dir vorbei und lief dann die ganze Zeit auf der Stelle gegen die Wand. Hier kann man auch reingehen. Schon wieder. Was hat er das denn auch so eilig, ne? Fähigkeitspunkte. Der hat es eilig zu sterben, glaube ich. Frag mich, welche Etage wir hier gerade haben. So. Oh! Kisten hier links. Hallo, hier drüben sind Kisten. Sind auch ganz viele Kisten. Ja, erstmal ist darum hier sichern, ne? Dann kann man immer noch looten. Hier ist auch eine Tür gerade. Looten, Hülle! Ja, ja. Wo ist die Tür? Achso. Da, wo der Typ neben steht, der wieder eilig ist. Ja, er rennt wieder. Ja, ah, die hängt von der Decke! Ach du Scheiße!
Er hat zur Kenntnis genommen, das ist ein Riesenspinn. Meine Güte. Geh lieber. Dumm. HQ an Alpha. Die Geiseln sind genau vor Ihnen. Eliminieren Sie anwesende Feinde und holen Sie die Leute raus. Das ist eine Kiste. Oh, da ist eine Kiste. So, und warum kann ich die jetzt... Oh. Dreimal grünes Kraut. Kein Wunder, dass ich die Handgranate nicht nehmen konnte. Wow, Mann, ich habe eine Blendgranate ready, ne? Okay. Hier, Alpha. Guter Plan. Verstanden. Wir gehen rein. Sie rennen los. Geht, geht. Ist hier drin noch ein? Flashbang! Das ist echt mies. Da krieg ich doch so einer rum, der hat aber keinen drauf. Oh. Yeah. Achtung, Decke. Ich folge dem, der zurückgelaufen ist. Und er kommt mir wieder entgegen. Er kommt jetzt zu dir. Ich kann gerade nichts machen. Ich werde hier die ganze Zeit von so einer scheiß Spinne probieren. HQ. Geiseln auf der 7. Etage sicher. 100%ig habe ich auch die Geisel getroffen. Geisel? Ich schwör's dir. So wie ich da rumgesprayt habe. 8. Stock? Ich dachte, der 1. Das hier ist ja wahrscheinlich der 1. Stock, ne? Warum sagen die den 8. Stock? Nee, 6. Okay. Was hatten die gerade gesagt? Weil ich hatte jetzt nicht 8. So... Stock. Aber da hatten wir doch gerade... Egal. Muss man nicht verstehen, einfach machen. Nee. Aber laut dem müssen wir auch 8 Meter nach oben. Okay, das kommen wir ungefähr hin. Wir können uns ja trotzdem hier umgucken. Wir haben es ja nicht eilig. Hier ist bei mir ist eine Kiste. Jo. Ja, und ich denke mal, hier geht's dann nachher weiter. Warte, hier sind noch mehr Kisten. Und ein Schlangensymbol. Hä? Wo hast du das gefunden? Hier, direkt in der Ecke. Mann, wir sind richtig gut beim Aufspüren. Na gut, dann gehen wir mal wieder ein Stockwerk hoch, wa? Noch mehr Kisten. Wo? Hier auch noch bei den Fleischgedöns, aber bei den Fischen. Hab alles. Okay, hier ist glaube ich nichts weiter. Also auf in den 8. Stock. Ja, ja. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Oder? Ah! Das ist der, der geflüchtet ist. Au. Vorsicht, Spinnen am Boden und an der Decke. Ich bin gerade akut verwirrt, wo du hingerannt bist. Bist du 2 Stockwerke? Nein, einfach in den 8. Stock. Okay. Na komm schon her.
Erwischt. Alpha an HQ. Geiseln auf der 8. Etage sicher. Verstanden. Es ist noch einer auf der 1. Etage. Also nach unten jetzt. Achtung, Spinnen überall. Hä? Ich bin, glaube ich, zu verwirrt für dieses Spiel. Hä, was? Wo? Also hier bei mir sind Kisten. Hier, nein. Einmal zurück und da hinter mir rein. Da steht er einfach noch im Weg. Und du hast noch dieses kleine weiße Pfeil-Ding auf deinem... Ja, ich weiß. Ja, und da musst du einfach hinterherlaufen. Da laufe ich auch hin. Alles gut, aber irgendwie laufe ich hier dann um die Kisten rum. Du siehst die ganze Zeit die Spinne und ich sehe sie nicht. Ich weiß schon, wo ich hin muss. So ist es nicht. Nee, das ist der Eingang. Also wir müssen wieder zum Aufzug, zum Dings zurück. Ab zu den Treppen. Zum Treppenhaus, genau. Achso, die ist hier um die Ecke. Da. Nein, doch. Bei mir. Zurück. Da ist eine Wand im Weg. Sechster Stock. So. Jetzt ist, denke ich mal, hier hinten weiter. Ja, wie gedacht, hier geht's weiter. Oh Gott, im Fahrstuhl müssen wir spielen. Na wunderbar. Dass der überhaupt noch fährt. Ich meine, es brennt überall, Teile sind gestört, kein Problem. Oh ja, der schwankt aber ganz gut, aber. Data One an HQ. Niemals da reingehen. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Verlasse jetzt das Gebäude. Okay, bleiben nur noch wir. Nervös. Ich hätte mal nicht im Kreis gehen sollen. Was jetzt? Oben raus? Möglich, aber Zeit so. Okay, dann wie wir aus diesem Fahrstuhl rauskommen, werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis dann. Okay. Tschüss.